Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, ich dachte mir, vielleicht ziehen wir jetzt doch mal die Flugstudie durch, die ich so vorhatte, damit wir nicht ständig nur Quests machen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für den einen oder anderen ein bisschen langweilig wird, nur zuzugucken, wie man die ganze Zeit irgendwelche Gegner platt macht. Dementsprechend bauen wir mal wieder ein bisschen mehr, denn zu viel zum Freischalten gibt es momentan auch nicht. Und ja, und ich würde mal sagen, in unserer Flugstudie beginnen wir mit dem kleinsten möglichen Hubschrauber der Welt. Mal gucken, ob ich das so weit hinbekomme. Da braucht ja nicht viel. Wir nehmen hier auf jeden Fall erst einmal so eine Standardkabine von GSO aus dem einfachen Grund, weil sie eine ganze Menge Halterpunkte hat und ja, dazu noch ziemlich klein ist. Die ganzen Vorteile von Halterpunkten hat die Venture-Kabine zum Beispiel nicht. Was wir definitiv noch bräuchten, wären Gyrostabilisatoren. Nein, ich möchte, dass es sich nach oben ausrichtet. Ah, super. Habe ich noch andere Optionen? Nein. Gut. Dann bräuchte man eventuell irgendwas zum Steuern. Nee, das wird platztechnisch nicht hinhauen. Müssen wir es doch noch eins länger machen. Schade. Du bleibst mal hier, Freundchen. So. Braucht man Propeller. Und eine Lenkeinheit. Da sollte so eine fünfwege Steuerung doch mal ausreichend sein. Genau. Waren die Frühjahrs nicht mal ein bisschen platter? Naja, jetzt könnte man rein theoretisch schon fliegen. Funktioniert auch ganz gut, wie ihr seht. Und das nur mit dem Antipseln von der Shift-Taste. Und damit das hier nicht passiert, bräuchten wir vielleicht noch irgendwas, worauf wir landen können. Dementsprechend gefällt mir das hier auch wieder nicht mehr. Denn wir brauchen ja noch Landebeine. Ja, ein bisschen breiter muss er dann doch noch werden. Leider. Und hinten bräuchte ich dann auch noch ein paar Räder. Ja. Natürlich. Heb mal deinen Arm hoch. Das bedeutet, dass das jetzt schlecht ist. Und das tauscht mir einfach mal gegen einen Block aus. Sieht zwar nicht mehr ganz so formschön aus, aber immerhin kann ich da ein paar Räder anbringen. So, Räder. Das hier ist wirklich keine Hexenkunst, da kann wirklich jeder irgendwie drauf kommen. Ob es dann noch ein bisschen kleiner geht, ich weiß ja nicht. Soll ja schließlich auch noch irgendwie einen Zweck erfüllen, wie zum Beispiel Raketen mit sich führen. Wird das jetzt vielleicht ein bisschen zu schwer? Ah, guck mal so. Dann können wir da vorne vielleicht noch ein Radar anbringen. Dann nehmen wir doch mal ein leichteres. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu schwer ist. Das leichteste Radar ist von Venture. So, machen wir mal einen Test. Und es fliegt. Oh, die Steuerung ist ja komplett verdreht. Das ist ja gar nicht mal so toll. Wenn ich jetzt nach... Ja. Vielleicht müsste ich die Steuerung nach vorne montieren. Da ist auf jeden Fall mein Gegner gelandet. Und Feuer.
Und der erste Kill für den kleinsten Hubschrauber der Welt. Nee, bitte in die Richtung. Könnte er sogar eine Quest absolvieren? Ich weiß ja nicht. Ich frage mich, geht's noch kleiner? Welche Teile könnte man da rauslassen? Hoppala, da ist ein Gegner gelandet. Oh. Na, vielleicht sollten wir auch noch was für die Lichtfetischisten anbringen. Warte mal, ich flieg mal kurz weg von den Gegner. Dann landen wir irgendwo. Montieren etwas Licht. So, Licht. Ja, nehmen wir die Teile hier. Nee, das ist ein Radar. Naja, zum Glück habe ich eine ganze Menge davon, dass ich das wegschmeißen kann. Hier, Licht. Kann ich sonst noch irgendwo Licht montieren? Ich habe keine weiteren Ankerpunkte mehr. Schade. Denn das Radar. Naja, komm. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Gewicht vorne drauf. Das sollte uns ein bisschen mehr Vortrieb geben. Uiuiui. Wo ist denn der Gegner? Ah, das ist ein anderer. Mit dem sollte man leichter fertig werden. Ach, der hat sogar überlebt. Oh. Genau, bekämpft euch gegenseitig, macht euch gegenseitig platt. Das Teil könnte man den Aufwiegler nennen. Oh, ein Hawkeye. Ist ja nett. Moment. Achso, ich habe ihn nach hinten gedrückt. Da kann er ja gar nicht lenken. Oh, zu steil runtergekommen. Und bist du was Kleineres? Irgendwie müsste man die Steuerung noch optimieren können, damit die halt nicht ständig invertiert ist. Hoppala. Uiuiui. Die Frage ist, wollen wir dann gleich mal damit anfangen, was Größeres zu bauen? Zurück. Zurück. Naja, Rückwärtsgang funktioniert hier nicht. Schade. Na komm, flieg mal ein paar Meter vor. Für einen neuen Angriffsmove. Soweit finde ich den schon klasse. Ach, guck mal. Den da. Den könnte man platt machen. Nicht abstürzen. Und er fliegt sogar ohne Tragflächen. Das bedeutet, wir könnten das auch. Unfriedliches Deck, nein, danke. Wir könnten das Ganze auch im größeren Maßstab ohne Tragflächen bauen. Bisher hatten meine Hubschrauber immer Tragflächen. Nein, ihr merkt schon, ich komme nicht auf die invertierte Steuerung klar. Das Ganze ist auch ein bisschen schwer, wegen dem ganzen Gewicht von den Raketen. Vielleicht nehmen wir einen größeren Rotor. Na komm, den einen Hawkeye und den machen wir platt. Hey, das war meiner! Uiuiui. Hoppala. Und er fliegt auch ganz schön hoch. Schauen wir mal, ob wir zu unserem Hauptdeck zurückkommen.
Sollte eigentlich funktionieren. So, wunderbar. Was ich schade finde, ist, dass es keine flugfähigen Gegner gibt. So, vorsichtig landen, nicht die Raketen kaputt machen. Oh, guck mal, da war eine Avalanche-Rakete, oder? Jawohl, hier liegt eine Avalanche rum und ich lasse die einfach liegen. Ich will doch nur in den Reparaturbereich von dir die Sachen nicht kaputt gehen. Bis die Zeit haben wir ja noch für einen Angriffsflug. Am Großer gehen wir aus dem Weg. So, hoppala. Dreh dich mal bitte in die Richtung. Nein, 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 nein. Ist immer wieder erschreckend, wenn der Boden plötzlich näher kommt. Guck mal, hier liegen ja noch Hawkeye-Teile rum. Ja, guten Morgen. Du bist ja früh dran. Oh, oh, oh. Wir werden angegriffen. Ach, der versteckt sich hinter einem Stein. Da kriegt man den ja auch so platt. Ja klar, versuche abzuhauen. Da haben wir ihn ja. Vielleicht braucht ihr noch ein... der hat uns ja richtig erwischt. Vielleicht bräuchten wir ja noch ein Zielerfassungsgerät. Dass die Rakete gegen den Berg knallt. Oh, ist ja eh erledigt. Sehr schön. Gibt es hier noch Gegner? Ach hier. Hammern, hammern, hammern. Jawohl. Schön, dass eine ganze Menge kleiner Gegner spawnen, wenn man ganz klein ist. Das macht das Testen ja schön möglich. Oh, Reparaturblasen. Ah, wieso drücke ich immer nach hinten? Kann ich aus der Höhe ihn beschießen? Oh. Nein, danke. Mit dir spiele ich nicht. Na komm, fliegen wir mal wieder zurück zum Hauptdeck. Aber ja, funktioniert ganz gut. Weißt du was, wenn wir schon mal hier unten sind, können wir die Sachen auch mal einsammeln. Guck mal, hier ist noch ein ganzer Tank. So. Wo sind meine Storage Units? Gut. Muss ich ein paar... Oh, Raketen liegen hier rum. Da hat sich es auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal schnell zu landen. Die Teile sind ja schweineteuer. So, haben wir da noch was? Oh, oh, Raketen. Vielleicht bräuchte er ein bisschen längere Räder. Damit er nicht ständig mit den Raketen landet. Weil vorne hat er ja doch ein bisschen Übergewicht. Und ich ziehe die Räder weiter nach vorne. Ja, das können wir machen. Räder nach vorne. Dann passt die Balance wieder. So, weg mit dir.
Aha. Kann ich das Licht hier anbringen? Licht dahin. Wunderbar. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, diese Folge ist ja mal ein bisschen kürzer, da wir auch ein bisschen was erlebt haben in der Folge. In der nächsten Folge versuchen wir es doch mal ein bisschen größer zu basteln, oder? Wäre ja auch wirklich eine schöne Herausforderung. Und eventuell müsste ich hier erstmal ein paar Gegner reinigen. Naja gut, meine Freunde, also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.